Hi Tanzfete, ich bin's, euer Andi. Heute präsentiere ich euch mein Gravelbike. Das ist das Scott Speedstar Gravel 30. Habe ich seit ca. 14 Tagen. Bin so zufrieden damit. Und für Spezifikationen. Das hat eine GAX 600er Schaltung und ein GX 400er hydraulische Bremse von Shimano. Und die Pedale muss ich dann montieren. Die habe ich halt gekauft. Die sind, muss ich extra zukaufen. Und die Gangzahl ca. so 20. Und die Vorderlampe habe ich dann montiert. Und hinten habe ich auch eine Leuchte montiert. Ja, ich bin super zufrieden mit dem Fahrrad und bin auch damit schon ca. 10 Touren gefahren. So im Durchschnitt so ca. 20 per Kilometer. Ja, und das Gravelbike setzt halt das Faltrad und auch das Beachcruiser Fahrrad. Ja, und hier sind wir oberhalb von Lenner ist der Ort, genau. Und hier kann man schön fahren, hier ist ja schön Schotter, also Gravel. Ja, und ja, wie kann ich ein bisschen so berichten vom Fahrrad? Also die Reifen sind halt 35 mm groß, das sind von Shimano, wer sind jetzt nochmal? Shimano One heißen die. Sind 35 mm und ja, das heißt, mit denen kann ich nicht so grob stollig fahren. Das heißt, so das hier geht noch, aber wenn sobald die Steine dicker werden, wird es ein bisschen schwierig, wird es hoppeliger, muss ich absteigen. Ja, und es gibt noch Berichten. Ja, genau, Trinkhalter habe ich auch dran montiert. Und vorhin hatte ich gestern Lenkertasche dran gehabt, aber die Lenkertasche war total schrottig. Also ging ein Klettverband immer wieder zu und also fiel ihr Quatsch auf und die fiel immer wieder runter. Und da die schicke ich zurück und die Klingen, die ich gehabt habe, die ich noch montieren wollte gestern, die ist auch immer wieder. Ja, ich habe versucht, die dran zu montieren, aber wie gesagt, ging nicht. Da war halt die Festigung zu schmal, dass ich halt die Klingen dran montieren konnte. Ja, und von der Bremse, da bin ich echt super zufrieden. Nur mit den Unterlenker hier, da habe ich noch Probleme mit. Abfahrt runterfahren, da fahre ich mit dem Oberlenker hier, den Hutz, nennt sich das. Dass ich die Bremse halt immer gut im Griff habe. Wenn man hier in den Unterlenker fährt, dann muss man hier halt, und dann halt auch. Ich weiß nicht, ich fühle mich ein bisschen gedrückt darauf. Ich müsste das mal beim nächsten Fahrradhändler, also Fahrradwerkstatt, richtig einstellen lassen. Von der Sitzhöhe, das ist in Ordnung, aber ich glaube, ich müsste ein bisschen gestreckter sein in den Unterlenker. Und jetzt ist mir das ein bisschen zu riskant, deswegen fahre ich halt immer im Oberlenker. In den Hutz halt oben, so nennt man die Dinger da. Ja. Ja, Kostenpunkt, das Rad, könnt ihr selbst nachgucken, Scott Speedster Gravel 30 und mit dem Verkauf des Beachcruiser und also der Elektro-Tony 7DEQ Beachcruiser und des Darun Hemingway, die neuen Faltrads, kommen so ca. 7-8 Euro zusammen, das ist die Hälfte des Kaufpreises, den Rest zahle ich halt auch, ich will aber trotzdem so schnell wie möglich halt abbezahlen, das Gravelbike. Und deshalb, ich sehe es eine Investition nicht als Konsumobjekt, sondern als Investition in meine Gesundheit. Deswegen, es ist für mich eine Gesundheitsinvestitions- und halt keine Konsumausgabe, also Investition. Ich unterscheide zwischen Investition und Ausgabe. Für mich ist es eine Investition gewesen, die ich jetzt nachher halt zahle. Ich bin super zufrieden damit und ich habe auch bald vor, damit 100 Kilometer zu fahren. Sobald ich halt sozusagen Bikepack-mäßig ausgestattet bin, das heißt, vor einer Lenkertasche, gescheiten Rucksack und nicht so diesen ollen uralten Rucksack, der schon fast 20 Jahre alt ist. Und dann auch noch hier hinten als Satteltasche halt die Werkzeuge rein,
dass die jetzt in meiner dämlichen Umhängetasche sind, die immer wieder hat dieses Frekelzeug da, das, also die Tasche, die ist, ich finde die, da muss ich mir sagen, ist so ein Gefuckel, halt, immer das nervt. Und deswegen wird es halt auch eine Satteltasche geben, die wird aus Leder sein. Die kann man auch dann schön kompakt da hinten dran montieren. Und vorne eine Lenkertasche, die werde ich nächsten Monat holen. Auf jeden Fall ist ein Rucksack und, ach, Klingel auch noch, genau, Klingel, die da dran passt. Ja, und die Farbe des Gelbikes ist halt grün und wie ihr seht, je nach Lichteinfall ist das, scheint das halt anders grün. So grün metallic ist das. Ja, und bin super zufrieden damit. Und Scott ist übrigens ein Schweizer Hersteller, kein US-Hersteller. Ich habe es nicht herausgefunden. Ich habe mir gedacht, das ist ein US-Hersteller, aber die, ja gut, die haben in den USA auch eine Leitung, Filiale, sag ich mal. Die sind aber ein Schweizer Hersteller, noch was gegründet. Ja, und der Sattel ist auch bequem und lange Touren kann man sehr gut fahren. Bin super zufrieden damit. Und damit ist jetzt, das ist jetzt mein, ach, hier sind auch noch hier Befestigungspunkte für halt einen zweiten Trinkflaschenhalter. Ja, und das ist jetzt soweit mein kurzer Bericht sozusagen von meinem Girlbike. Und sobald ich halt auch montiert habe für Kamera, kann ich damit auch Radtour-Berichte halt Radvideos, Tourvideos sozusagen drehen. Am besten wäre natürlich, top wäre natürlich so eine InstaGo 360 Go 2 Kamera, die man halt einfach so hier an Metall dran montieren kann, da vorne oder hier, und dann kann man halt, oder hier kann man auch schon sehen, wenn ihr sozusagen seit direkt im Geschehen könnt ihr sehen, wie der Reifen halt da durch Schotter fährt. Und das nicht so, jetzt wenn ich, ich habe ja diese aus dem Action, gibt es auch so Halterungen, ist auch nicht gerade billig. Ja, auf jeden Fall werde ich auch in Zukunft auch, sobald ich halt Montage habe, auch mit dem Scott Speedster Gravel 30 halt meine Girlbike-Touren dokumentieren und die halt noch auf Tanzfitness.net oder auf einer zweiten an die Kreativecke hochladen und dann, ja, würde ich freuen auf Tourenvideos. Damit war es das jetzt. Und neue Tanz für die Andi und dann bleib fit, tanzfit und Daumen hoch, falls euch gefallen hat, falls ihr nicht, Daumen runter und beide Daumen hoch, falls euch top gefallen hat. Und dann bis nächstes Mal, Kommentar immer gewünscht und abonniert mich auch und freut mich auch auf meinen Twitch-Kanal, Tanzfitness einfach. twitch.tv/tanzfitness, da findet ihr mich. Ja, und dann sage ich mal bis nächstes Mal, ciao.